Dunkelgrüß und willkommen zurück zu Harvest Teller, liebe Leute. So, mal schauen. Habe gesagt, ich mache einen Plan. Ich mache auf jeden Fall noch mindestens eine Folge. Das ist sowieso klar. Aber ich fühle mich gerade doch ein bisschen wacher, muss ich sagen, wieder. Mal gucken. Mal gucken. Will nichts versprechen, will nichts garantieren. Will gar nicht groß erzählen. Wir gucken einfach mal, wie das so läuft. Was soll ich jetzt noch machen? Da. Ich hab ja die Biome noch nicht abgegrast heute, ne? Ne. Das dachte ich ja. Immer noch nicht gleich groß. Sehr merkwürdig. Ganz kurios. Alles eingefroren. Auch noch ganz kurios. Zack, zack, zack. Ich glaube, was ich alles einsammle gerade, die ganzen Sachen, die ich gleich nutzen werde zum Bauen, könnte man auch verkaufen. Ob das Geld bringt, ob das sinnig ist, weiß ich nicht. Aber dann wiederum... Solange es auf einen einzigen Stack stackt und keinen doppelten Platz stackt im Inventar, ist eigentlich auch völlig wurscht, hat man es halt auch nicht. Aber so richtig wieder anfangen kann ich den meisten davon ja nicht mehr, ne? Aber... War gerade nicht so das Stück mit dem Holz. Boah, das ist richtig krasse Holz eigentlich. Es kommt gerade nicht so wirklich in Schwung. Aber hilft ja nichts, ich muss ja noch... Das heißt, muss... Ich nehme jetzt, weil ich ja die Ufersache und das andere nicht machen muss, habe ich ein bisschen mehr Zeit, dann kann ich immer auch das hier mitnehmen. Denn hier gibt es ja, wie ihr wisst, die wunderschönen extra Abbauplätze, wo ich noch ein bisschen Glück haben kann, um meine Fragmente zu kriegen. Das war nichts. Ah, die brauche ich auch ganz dringend aktuell. Dringend! Das heißt so viel wie gib! Gib, 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 gib! Macht er nicht. Saubande hier. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Was wollte ich machen? Ich wollte mal zum Waffen verbessern. Ich wollte Waffen verbessern. Ich wollte vor allem auch jetzt endlich mal meine Sachen abgeben. Das wollte ich gestern schon machen. Meine you know. Gericht, die ich dabei trage. Das hier. Ja, so ist es. Was für ein Platz jetzt hier. Das ist Wahnsinn. Krass, ey. Nix ist. Mach ich nicht, kann's vergessen. Vielleicht kann ich sogar meinen Hühnerstall jetzt schon wieder ausbauen, aber da müsste ich... Ich glaube, mir fehlten ein oder zwei Hartholz, heiliges Holz. Wie ist das bloß? Das könnte ich gefunden haben, ohne es auf dem Schirm gehabt zu haben. Ich glaube, es ist nicht unbedingt, aber die Option besteht. Wäre nett, aber mal gucken. Baba. Da-da-da-da-da-da-da-da. Halli, hallo, ich bin's, der Sephiro. Nein. Aber ich habe mehr als du Kalkstein, aber ich tatsächlich. Hier steht nur heiliges Holz aus der Vogelböschung abbauen, aber das kommt sau selten. Das muss ich auch irgendwo ausgerichtet haben, aber... Ich weiß nicht, wo. Vor allem, das mal wieder zu überholen. Ich habe es schon mal festgestellt, aber ich bekomme ja dann... Statt 6, wie ich jetzt lagern kann an Hühnchen und an Dingern, habe ich dann eine Kapazität von 10 auf einmal. Also, ich kann 4 Tiere dann dazu kaufen. Das ist eine ordentliche Ansage. Come on in. Come on in. Yes! Oh, plus 6. Oh ja. Her damit. Oh, sag, geht weiter. Nein, geht nicht weiter. Plus 7 am nächsten. Krass. Da fehlt mir aber irgendwas. Auch ihr plus 6 überall. Läuft. Und Bracker. Wieder so voll schwach. Yeah. Oh, plus 7, 8. Oh. Die hat bessere Aufstieg als ich selbst. Das ist Wahnsinn. Ist hier mit dir nicht richtig? Zack. Kann ich mal, ich habe das Geld, ich habe die ganzen Materialien, komm. Kann ein bisschen hochleveln. Ja, ich muss das sowieso machen. Für die ganzen Feenquests. Ja, es kostet nicht viel aus meiner Sicht. Wobei die Materialien nicht alle 5 schon wieder ein bisschen knapper werden, wie es aussieht. Aber noch habe ich alles. Und ich glaube, man muss ehrlich alle Waffen von allen aufs Maximum leveln, um die letzte Feenquest in der Richtung auch voll zu kriegen. Ob man das für irgendwas braucht oder so, ob es rein für Prestigegründe ist, weiß ich nicht, aber das ist zumindest dafür erforderlich, das weiß ich schon. Ja, ebenso. Und ich wollte noch eine Weile gucken, was mein neues Item war, was ich bekommen habe. Oh! Schlichter Zauber. Ah, habe ich ausgerüstet.
Markschwert, ein zweitägiges Gift, zwei und... Wenn ich wüsste, was das macht, das steht ja auch nirgendwo, ne? Physische Verteidigung, Kritover, Markschwert, Nicht hier Normalangriff irgendwie plus 9 oder sowas, wäre das geil, aber sowas sieht mir nicht so mega aus. Und es sind beides schlichte Exorzismusringe und beide haben unterschiedliche Werte drauf, auch ulkig. Vor allem, die können offenbar sogar zwei Werte haben. Diesem Strichlinie-Dings, das sieht aus, wenn was Platz hätte, was anderes wäre. Tja. Ich hätte gerne wie Kit-Treffer Level 2 erhöht oder sowas in der Richtung und vor allem mein Angriff noch weiter hoch. Ich meine, mir würde es reichen, physischer Angriff plus mehr als 3 zu haben für das Item. Weil magisch greife ich ja nicht an. Da habe ich auch nicht drin. Könnte auch Verteidigung nehmen, theoretisch, aber ob das was lohnt, weiß ich nicht. Auftrag. Der Kämpfer. Siehst du aber auch noch das neue Ding hier. Sicher Schlitze auf Level 3. Ach ja, ich habe das ja gekriegt. Mehr Items kriegen. Wirkung. Nee, andersrum. So rum, ja. Mehr Wirkung durch Nahrungsmitteleffekte. Zack. Weil es geht nicht, weil ich es brauche. Gut, das dazu. Läuft. Jetzt muss ich wieder in. Jetzt genau da lang. Links. Kodokodo. Nur mal Hallo sagen. Nee. Kodokodo. Tschüssi. Der ist so niedlich. Aber gierig sind die wohl, hat mir Kurin gesagt. Ja? Übelste Kapitalistenschweine, diese kleinen schwarzen magierartigen Viecher. Das habe ich gehört. Aber ohne mich zu sehr spoilern zu lassen von Kurin. Da muss man aufpassen. Ja. Wo ist es? So, verlorenes Eden, bitte. Wäre doch gelacht, wäre das doch. Hahaha. Ha. Ach, guck mal, hier ist auch noch was für Reparaturzeug, sehe ich gerade. Zwei Sachen sogar. Ich habe noch zwei oder drei. Drei habe ich. Ja, sag ich. Ja, wie gesagt, Kurin ist... Ach, hier gab es die. Zwei Botti, glaube ich, noch. Ja. Hab mir halt dein Ding jetzt angeguckt, aber ohne mich zu spoilern zu lassen daher. Liefern. Bisschen Griller. Noch mehr Griller. Ja, jetzt bin ich auch sehr weit bei dem ganzen Ding jetzt hier. Wunderbar. Fehlen noch zwei, dann bin ich damit auch durch. Reparieren. Ja, ich hab Zeit. Spare in der Zeit. Hui. Hab ich gerade gekauft, das Ding. Toll. Hätte ich mir auch klemmen können rückwirkend. Schön blöd. Naja. Nee, alles cool, Kurin. Das war jetzt nicht so schlimm. Ich meine, ich habe es mir nur deswegen nicht groß angeguckt. Immer diese Einsiedlerwurzeln. Und ein Sonnenstein. Na gut, ich weiß zumindest, dass es einigermaßen Geld gibt, aber das heißt einigermaßen auch nicht viel. Ah, ein Büschel. Oh, das war's schon wieder. Das habe ich auch alles soweit erforscht, was es zu erforschen gibt. Ja, okay. Was auch immer. Warte. Nee, anders. Geh ab nach Hause. Und von da aus teleportiere ich mich wieder dahin, wo ich hin muss, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen schneller, als wenn ich jetzt hinlaufen würde. Ist irgendwie komisch, da reinzugehen und dann... das ist... doch eine Art... Ich bin jetzt doch eine Art anderen Dimension hier, oder wie ist... Aber es kommt bestimmt bald raus. Können wir die Story machen. Da gehe ich von aus. Es ergibt Sinn. Aha. Wo das Paradies schlüpft. Schlüpft? Stimmt. Ich habe mich gestern schon drüber gewundert, was es schlüpft heißt. Ja doch, doch. Das kommt schon hin. War ich hier jetzt schon? Komm ich hier hochgefahren? Nee, ne? Nee. Okay, auch hier wieder 3-4 Etagen nach oben. Nee. Hallo! Na, ihr? Geht's euch gut soweit, ja? Schön. Gleich nicht mehr.
Eges. Walk in the park. Komm ich hier langgelaufen und bring das alles ein? Sieht immer ziemlich wackelig aus, sondern unter dieses Zeug. Ich traue dem irgendwie. Zumindest kann ich runterfallen. Scheiße. Okay, cool. Toll. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, da nicht runterzufallen, weil ich kann da gar nicht runterfallen. Ich kann runterfallen. Nett. Sehr nett. Ach, jetzt bin ich hier. Moment, wenn ich muss... Hä? Warte, ich... Hab da drüben, ich durchlaufe auch einen Durchgang? Bestimmt komme ich da nicht lang, oder? Ich muss bestimmt erst oben lang, das oben falsche Schalter, wenn es anders aussieht. Oder das muss ein Item, was ich haben will, auch in Ordnung. Also, ich muss doch dem Weg folgen und nicht runterspringen, versehentlich. Und hier auch nicht am besten rüberlaufen. Uah, uah. Hey. Hallo! Angriff! Komisch. Den habe ich gar nicht verletzt. Wo ist meine Freunde? Freunde! Ich dachte, ich habe Freunde. Alle weg. Oben geblieben, die Schweine. Verräter. Dreckiges Pferd. Ah, jetzt kommt, wo alles vorbei ist. Tolle Freunde. Brauchst du keine Feinde mehr, ehrlich. Ja. Kalkstein. Professor. Von Witcher, genau. Witcher 1. In Witcher 3 wurde erwähnt. Und zwar, als er gestorben ist. Das war sehr traurig. Professor Kalkstein. Eine Randnotiz im dritten Teil. Aufgrund der Hexenverfolgungsjagd wurde er getötet. Von den Scheiß Redanien. Nee, nicht Redania. Die anderen Typen. Aber ja, mitnehmen, klar. Oh. Und? Monster greifen an. Uiuiuiui. Nicht aber irgendein Monster vor allem. Da laufe ich erstmal weiter. Das ist mir jetzt nichts. Tut mir leid. Oh, ich komme hier runter. Das nutzen wir aus. Na? Aha. Er wurde gestorben. Ja, quasi. Richtig. Wie ist denn die Armee, die eingefallen ist? Norwig. Nicht nur in Norwig gerade eingefallen ist. Nicht Redanien, das waren die Temerien. Nee, warte. Ja, war es doch Redanien? Steht auf dem Schlauch. Egal, jeweils die bösen Leute, die vom Süden Haus kamen. Und den Norden überfallen wollten. Mit dem blöden König alias der Vater von Siri, der Leibliche. Ach, das ist auf den Namen habe ich auch gerade nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ja, müsstest du mal. Ah, dich lass ich stehen. Das ist mir zu au. Hier zu doof zu kämpfen, ehrlich gesagt. Das hier. Und ich muss trotzdem. Oh, Nitro-Ananas-Samen. Ja. Kannst du schreien, wie du willst. Juhu. Aufzug aktiviert. Awesome. Ist da was? Nein. Weiter geht's. Nach einer Etage. Wow. Wow. Oh, ach so. Ich wollte sagen, der sieht mich, aber nein, der sieht mich. Da ist noch einer. Scheiße. Aua. Aua, aua, aua. Radovid. Nee, Radovid war der ja von Redanien da oben. Ultimerien. Ach, verdammt. Ich komme aber nicht. Wie hieß denn die bloß? Dammit. Ein Fenrir wäre, würde ich sagen können. Wahrscheinlich auch Varu. Der spielt ja sowieso aktiv. Also auch krass, ne? Varu spielt ja Witcher jetzt zum keine Ahnung, tausendsten Mal gefühlt. Also im Let's Play wohlgemerkt, im Twitch-Stream. Hast du deinen zweiten und dritten Run. Und so geil ich Witcher 3 auch fand, aber wenn es dauerhaft streamen würde und immer wieder, Fenrir spielt sich auch eine Million Mal nacheinander. Das ist ja doch viel zu langweilig. Ich bin einmal mit dem Spiel durch gewesen, das war geil. Ich habe es auch schon mal geholt und selbst da habe ich sie nochmal durchgespielt irgendwie. Aber da muss man schon Ausdauer für haben, finde ich. Irgendwie. Untersuchungsbericht. Mädchen hat die Rote Königin kontaktiert, doch ihre Untersuchungen blieben ergebnislos. Sie hat jedoch gelernt, dass das Bewusstsein etwas überaus Besonderes ist.
Die Aktivität des Geistes zu erklären ist nur schwer möglich, ohne die Existenz einer Seele vorauszusetzen. Mädchen schläft weiter, als hätte sie nur ihre Seele verloren. Sie erließ eine neue Lebensform. Ach nö. Das ist auch kacke hier. Es gibt bestimmt Mittel und Wege, sich hier gegen diesen Schaden abzuschirmen, aber ich kenne sie nicht. Großer Giftkerner, vielen Dank. Ist ja auch sehr giftig hier alles. Oh. Ich mag euch alle nicht. Auf einmal ist auch noch Sackgasse hier. Wow. Lass mich durch! Das ist tatsächlich was Sackgassenartiges. Deswegen bin ich jetzt hingelaufen, siehst du? Oh, jetzt reicht's mir aber. Au. Ich brauche mehr Getränke. Eklige Gegend hier. Ganz eklige Gegend. Au! Autsch. Pfui, Deivel. Ist schon ein paar Jahre, wo ich gespielt habe. Für mich sozusagen ein Schlüsselspiel. Inwiefern? Kann man nicht mal sagen. Wie meinen? Ah, Leben. So, nehmen wir ein bisschen aufs Spiel achte vielleicht. Wenn ich schon einen Kampf will und dann neben meinen Chat lese, ist nicht so die schlauste Sache. Ach, komm schon, Spiel. Das ist jetzt nicht mehr so lustig, das Ganze. Es gibt garantiert irgendwie ein Getränk, was ich hier mal trinken kann, um mich dagegen abzuschirmen, aber das habe ich nicht. Oder irgendwie ein Rüstungs-Item. Also kämpfe ich nicht gegen so ein großes Vieh, was ein bisschen länger dauert. Kannst du knicken. Gibt's nicht. Zack. Husch. Aha. Allstein, Pupon und Eisen. Ganz schöne Sachen hier. Ach du Kack, was ist das denn schon wieder da vorne? Wenn ich bloß stark genug wäre, diese Furchtdinger zu killen gerade, aber... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Warum soll ich hier jetzt langkommen? So, hier eine Kanellepuppe versteckt oder was? Irgendwas muss es sein, sonst wäre dieser Weg hier nicht. Ich habe länger keine gefunden. Cornello-Puppe. Nein? Nein. Keine hier. Das ist ja unglaublich frech. Nicht? Wow. Das hat mich aus einer nicht so guten Phase rausgeholt. Ah, okay. Geiles Spiel, sowas schaffen, ne? Autsch. Ja, ich weiß doch. Au. Alles klar, deswegen ist es da unten. Ich darf hier nicht runterfallen. Okay. Oh, ich bin da wieder völlig umsonst rumgelaufen. Plopp. Es ist keine Herausforderung, hier langzulaufen. So ist es nicht, ne? Ach, warte kurz, da ist. Ah! Cornello-Puppe. Also doch irgendwie. Brauche ich ein oder zwei für das nächste Ding jetzt? Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es die eigentlich braucht, um jetzt das nächste Item zu kriegen als Belohnung. Was denn mein Geschlechter dringend sein könnte? Von dem ich schon so lange schwärme. Tod. Zum Abendbrot. Ah, oh, gleich bin ich müde, pass auf. Ich muss da lang, okay. Ich prophezeie meine Müdigkeit. In 3, 2, 1, 0,5, jetzt haben wir. Mädchen scheint als Kindheit 1 bekannt worden zu sein. Man könnte annehmen, dass dies das präevolutionäre Jugendstadium widerspiegelt. Der Name amüsiert die romantischen Akademiker, die sich absurderweise eine positive Einstellung bewahren sollen. Da nur sie mit der Astralzelle in Kontakt steht, wird sie behandelt und zu unserer Testperson. Würde Frieden auf der Welt herrschen, gelte dies mit Sicherheit als Verstoß gegen die Menschenrechte. Oha. Das Spiel am Abend, der Frosch im Hals ist wieder da. Ich verstehe die Machtlosigkeit unserer Zivilisation. Nun, da die Welt im Rande der Zerstörung steht. Ja, okay. Also Arias ist ein reines Testobjekt, ja. Nett. Mitnehmen, ja. Was soll passieren? Was? Mist, da war irgendwas Wichtiges gewesen. Ich hab's nicht gelesen, scheiße.
Ich habe keine Zeit, ich muss hier lang. Kämpfen können wir, wenn wir tot sind oder sowas in der Richtung. Komme ich da hin? Gar nicht momentan, okay, toll. Ach, was soll's, komm, tot. Nicht ganz, aber größtenteils. Aber an denen muss ich vorbeilaufen. Ich will jetzt noch einen Aufzug hinkriegen, sonst wäre es schön doof. Also nicht kurz kämpfen. Ich muss. Gott, da ist auch schon. Ich habe es gehofft, aber war mir nicht ganz klar. Yeah. Noch ein Lift mehr. Da ist Sackgasse. Da komme ich lang. Da komme ich runter, nicht lang. Warte, hä? Ach, schon wieder falsch. Das sieht man mal nicht so gut. Hier muss ich hin. Bin ich darüber gesprungen? Nein. Bin ich darüber gesprungen? Hä? Ach ja, ah! Ich kann auch weiter runtergehen, okay. Oh, cool. Au, 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 au. Aber hier war wenigstens mal was zu holen, das ist okay. Ab nach Hause. Meine Güte, gefährlich hier, sehr gefährlich. Das Buch von den Pulis in den Rund. Passt ganz. Was? Okay. Weg, weg. Brauche ich noch? Weg, 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 weg. Geld will ich behalten. Und bekommen. Okay, Rest sortieren wir ein. Beziehungsweise geht mal ganz kurz raus und schmeißen was in die Wegschmeißkiste. Ne? Weil. Hau weg. Hau bloß weg. Das kann auch weg. Also nicht weg, weg, aber halb weg, weg. Weg, 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 weg. Habe ich jetzt schon wieder genug Ressourcen für irgendwas? Zum Beispiel das hier. Ah ja, Ananas kriege ich ja nicht. Ach, Kacke. Ich muss mal noch Ewigkeiten warten, bis ich hier Bomben herstellen kann. Ich weiß nicht, ob ich Ananas irgendwo kriege, außer durch Selbsternten. Gegnerjobs bisher waren es jedenfalls keine. Ich könnte mir hiervon ein, zwei wiederherstellen. Weil ich brauche sie ja gelegentlich. Wo schieben stand das Trainer der Auge, das Ende von Erde sah. Ach so. Ach so, okay, ja. Hm. Was sagt mein Spring Level 2? 3 fehlen noch. Müsste ich morgen eigentlich hinbekommen. Getränk. Oh. Ich könnte mal langsam ein bisschen Gemüse da vertragen, ne? Oder ich gehe generell auf das hier vielleicht auch mal rauf. Traubensaft. Ist ja auch nicht ganz verkehrt. Entfernt aber Essenseffekte. Das ist nicht geil. Ich wollte mal Essen herstellen ganz nebenbei. Hab wieder Kapazität für 5 Stück. Oh. Und ich könnte auch. Wenn ich könnte, könnte ich. Dann könnte ich wirklich, aber ich kann nicht. Deswegen kann ich es doch nicht herstellen. Danke der Nachfrage. Und ab ins Bett. Level up, please. Ich war ja kurz davor, ne? Also es muss jetzt auch wieder durch sein. Flop. Siehste. Läuft. Plus 1. Weil die Leben sind sehr schön. Ich mag viele Leben gerne haben. Ja. So, Tag 5. Jetzt könnten die ersten Winterfrüchte reif sein zum Ernten. Ich hoffe es sehr. Denn dann ergeben sich noch ein paar Gerichte und sowas alles. Und diverses ergibt sich dadurch einfach, glaube ich. Wobei, wenn nur eins von beiden gerade reif ist, nicht beides. Aber es sieht ziemlich reif aus. Das auf jeden Fall. Oh ja. Vielen Dank für eure Spenden. Much appreciated. Meins, meins, meins. Jo, des Weiteren nehmen wir das natürlich wieder mit, wie immer. Dies wie immer mitnehmen. Die auch alle, die brauche ich. Dinger werden einfach durchgerüttelt. Weil die goldenen Sachen, die gebe ich ja eh nicht für Kochrezepte rein, das ist Quatsch. Das haue ich dann weg. Kann ich aus dir eigentlich was herstellen? Vielleicht so ein Getränk? Wäre ganz cool. Hatte ich
mir das schon geholt? Nee, ne? Sag ich nicht. Das geht so natürlich nicht. Das brauche ich auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Einer hiervon, zwei davon. Langsam will ich es raus, eben mitnehmen und Zeug. Ja. Langsam geht hier nicht mehr. Was? Voll. Was? Jetzt habe ich alles mitgenommen hier. Ach so. Ja, ja, dann ist voll. Zack, zack, zack. Zack, zack. Komische Sortierung hier irgendwie. So. Na. Na. So. So. Schmoker. Captain. Achso, ist der höhere. Habe ich kein normales Gärungsfass? Aber hieraus sowas machen will, weiß ich nicht. Habe ich noch diese Äpfel? Ich bin fast sicher, dass da bloß wieder normales Zeug rauskommt, aber das könnte theoretisch eins von diesen Sachen sein, die ich für die vier Jahresfrüchte-Dinge brauche. Daher. Give it a try. Was soll schon passieren? Zack. Moment. Hä? Ah, hier, siehst du. Vergessen deswegen. Okay. Bam, 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 bam. Bam. Alright. Läuft alles? Na, das nicht. Und her mit dem Kohl. Sehr wohl. Noch mehr Kohl. Auch vermute mal ich. Das ist ja super sinnvoll. Ich bekomme ja genau das, was hier um den Spiegel herum ist, eigentlich aufgenommen, ne? Vom Radius her. Genau die Fälle, die er begießt, kann ich aufnehmen. Das ist ja fast schon durchdacht, möchte man meinen. Vom Spieldesign. Aha. Doll. Nee, so nicht. Da freue ich mich ja. Klopp. Also wieder Argenkohl sammeln. Säen auf der anderen Seite. Kann schon mal nebenbei eigentlich theoretisch wieder was essen für Ausdauer, ne? Ist ja schon. Nicht mehr ganz so fein. Era wollte doch gerne den Kohl haben. Was? Weiß ich nichts von. So, siehst du hier auch nochmal. Zwei Dinger freimachen. Da war's doch gerade. Ich hab drei geholt, siehst du, toll. Oh, hier Steuerkost, mach mich fertig. Das macht mich aber fertig. Makakao. Okay, jetzt haben wir das auch. Schön, schön, feini, feini. Dann kann da einer, der überproduziert wurde, wieder weg. Kohl kommt auch weg. Also siehst du, ich kann gucken, was der Kohl natürlich macht. Also, was ich damit machen kann, besser gesagt. Bestimmt wieder bloß irgendwas lahmes Zeug ist eigentlich von auszugehen. Hier nichts ist auch klar, okay. Gut, dann falalalalanzen wir wieder was. Mehr Kohl für alle. Ja. Mhm. Ja. Ach, wäre das geil, die Sachen zu haben, die immer wiederkehren, ne? Habe ich aber nicht. Aber hier würde ich nur hingehen, einmal sehen und alle Tage ernten und nichts mehr reinpflanzen müssen. Gut, es geht generell gar nicht, weil alle, auch die wiederkehrenden Pflanzen ja irgendwann alle sind, aber wäre so entspannt. Aber nur noch das zu machen wäre. Einfach nur noch jeden Tag alles abgrasen, fertig aus. Das wäre geil. Da sehe ich mich. Im Land der Faulenzer und trotzdem Millionär sein. Mega. Doch, hatte ich da jetzt gefahren im Stream von. Das weiß ich gar nicht mehr. Wird schon so sein, aber das mit speziellen weiß ich gar nicht mehr.
Take this and that and this and that and this and that. Sag ich ja. Ja, auch das habe ich schon erwähnt. Nebenbei mal irgendwie. Ja, ist doch gut.